Jumbo Jumbo, meine lieben Django Zulu Fans, willkommen im PM 102 in Civilization Brave New World. Der Captain spielt weiter mit den Zulu und wir kriegen die Ereignisse zurückgemeldet, dass der Portugiese, sprich Rolly de Rush, jetzt Frieden mit uns ausgehandelt hat, uns Angebot angenommen hat. Und gleichzeitig gibt er uns die Vereinbarung, Freundschaftserklärung, damit er mir auch mehr Geld geben kann. So, das ist das eine. Bevor wir das annehmen, sehen wir noch in die anderen Ereignisse. Der Koloss wurde in einem fernen Land fertiggestellt und wenn ich mir die Punkte anschaue, sehe ich ganz deutlich, das war Orchrist. Denn er hat jetzt 142 Punkte und liegt damit ganz weit vorne. Wenn ich mir die Punkte weiterhin so angucke, stelle ich immer wieder fest, dass immer noch keine weitere Religion gegründet worden ist. Alle haben noch diese Punkte und das macht mich glücklich, denn ich habe nicht mehr so lange, bis ich meine 134 Glauben habe. Also noch 4 Runden, dann habe ich 136 Glauben und die erste Chance auf eine Religion. Wollen wir hoffen, dass noch genügend gute Sachen dann über sind und jetzt nicht alle gleichzeitig kommen. Gut, ja, und weiterhin. Der Shoshone und ein unbekannter Spieler haben eine Freundschaftserklärung unterzeichnet. Damit hat der Shoshone jetzt 2 Freundschaftserklärungen mit mir und einem anderen Spieler, den ich nicht kenne. Er baut offensichtlich sein Freundschaftsimperium auf. Wird nicht lange dauern, bis dann auch diejenigen, die nicht mit ihm Freund sind, wahrscheinlich ihn irgendwann mal angreifen wollen. Gut, ja, Odoakas Vereinbarung nehmen wir glatt mal an. Dann ist das nämlich weg. So, Freundschaftserklärung. Und bevor wir die nächsten Sachen machen, gucken wir nochmal gerade bei den anderen rein, was die so haben. Brakta, 205 minus 2 Gold. Okay, keine Luxusgüter, die ich gebrauchen könnte oder die er doppelt hat. Brauchen schon, aber die er doppelt hat. Ja, Eisenpferde und ansonsten ist da nicht viel. Städte 733 und die Hauptstadt ist auch auf 7. Ne, die Hauptstadt ist auf 9 gegangen, habe ich gerechnet. Genau, die Hauptstadt ist auf 9 gegangen. Jo. Ich weiß halt nicht, was das hier immer noch soll. Das hat sich irgendwie noch nicht bewahrheitet. Alles ausgegraut. Gut. Wir gucken noch auf den Portugiesen. Der hat 105 Gold. Offensichtlich hat er wirklich Gebäude verkauft. Sonst hätte er nämlich nicht so viel Gold. 60 Gold müsste er dadurch gemacht haben. Oder 50 Gold. Und Einheiten hat er scheinbar auch aufgelöst, denn ich sehe einmal hier keine Krieger mehr. Also ich glaube, er hat seine Krieger aufgelöst. Ich sehe hier 2 Bogenschützen. Also die hat er wohl beibehalten. Ich denke, er hat seine Krieger aufgelöst. Vielleicht noch einen Bogenschützen oder irgendwas anderes. Kann ich jetzt nicht nachprüfen, weil ich meine Einheiten nicht in die Richtung ziehe. Aber das sieht wirklich danach aus, als ob er wirklich jetzt plus Geld macht. Und ja, weil er plus... Und er hat Elfenbein angeschlossen, aha. Also hat er nochmal 4 Luxus-Glücklichkeit-Einheiten mehr und kommt damit auf 6 Glücklichkeit. Damit kann er die anderen Städte schon ganz gut weiter ausbauen. Jo, ich stelle gleich mal rein, dass er mir bitte 3 Gold pro Runde überweist, weil das ist ja eh das Minimum. Und das kann er dann halt dauerhaft mir geben, dann weiß er gleich, dass er das abziehen muss. So, mal schauen, ob er das gleich annimmt. Wenn nicht, dann muss er mir halt das Geld am Stück geben nach 5 Runden. Jo, wir ziehen unsere Einheiten. Der Bautrupp soll hier rüber in Richtung Elefanten, damit ich die anschließen kann. Und damit das Anschließen auch funktioniert, Technologiebaum, wir haben das Bauwesen erforscht. Nächste Runde kommt Fallenstellen dran. Fallenstellen ist schon auf 48 von 49 mit dem Übertrag quasi. Und das bedeutet, ja, wir müssen hier nochmal ein bisschen das Guild umstellen. So, von dem auf das. So. Das Übertrag. Momentan haben wir minus 1.
die Straße machen wir fertig, dann haben wir minus 2. Und ich wollte auch noch meine Bogenschützen upgraden, weshalb ich dann jetzt auf 14 zu minus 0,5 aus minus 0,5 aus Haushalt. Okay. Gut, ich habe dann nur 14 Forschung. Dementsprechend, wenn wir die Forschung uns angucken, dann habe ich 13 Überschuss. Und hier, mit dem, 13 Überschuss. Und dann noch Optik. Rechnen wir mal gerade. 5 mal 13 sind 65. Und nochmal 13. 6, ja, gut. In 5 Runden. Also in 5 Runden habe ich dann 6 Runden Optik. Gut. So gut gerechnet. Noch die restlichen Einheiten ziehen. Einmal hier unseren Speerkämpfer. Den können wir hier hinten in Richtung Lager, Barbarenlager bringen. Den ebenso. Den Krieger ziehen wir zurück. Der ist nämlich bei 30 angelangt. So, was ist mit dem? Der hat 15. Den ziehen wir auch in Richtung Barbarenlager bzw. Hauptstadt. Der hier in der Stadt drin ist, ziehen wir hier rüber. So, damit der da lang gehen kann. Und diesen Speerkämpfer ab in die Stadt ziehen. In der Stadt heilt er in einer Runde nämlich auch voll. So. Nächste Planungen, also erst nochmal hier umstellen auf Kornspeicher. Den Bogenschützen brauche ich an der Stelle jetzt noch nicht. Planungen, diese Straße hier fertigstellen, um Geld zu machen. Dann die Straße hier weiterzuführen, um noch mehr Geld zu machen. Das erfordert 1, 2, 3 Geldaufwände. 1, 2, 3, nochmal 6 Geld, die ich da. Weiterhin dann hier die Triere machen, nachdem hier der Kornspeicher ist, den Frachter machen, da die Triere machen, sodass dann diese Triere nach Norden aufbrechen kann und gucken, was da oben noch beim Portugiesen ist. Diese Triere kann dann hier unten rumgehen, umschauen, wo hier noch weitere Stadtstaaten sind, und dann den Frachter, der hoffentlich dann, 6 Runden, 3 Runden, 9 Runden, der kommt dann 3 Runden, nachdem die Triere losgedackelt ist, damit der Frachter umgehend gleich zur nächsten Stadtstaat gehen kann. Ein bisschen Geld brauchen wir, sonst hält uns das die Forschung weg. Und wir wollen ja auch noch ein paar Gebäude bauen. Gerade nochmal weiter. Wo gibt's denn die nächsten? Wo gibt's denn die nächsten Handelswege? Ermöglicht die Einrichtung eines zusätzlichen Handelswegs. Gibt's bei Maschinenbau. Und dann habe ich 3 Handelswege. Und wo gibt es noch weitere? Und bei Kompass gibt es, glaube ich, wieder einen Handelsweg. Ja, bei Kompass. Ja, also die nächsten gibt es bei Maschinenbau und Kompass. Gut. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wir sind zwar sau weit hinten, aber wir kriegen nächste Runde wieder eine Technologie. Und sind dann auf 118, damit kommen wir wieder etwas weiter weg. Und dann wachsen wir demnächst auch noch ein bisschen mehr. Ja, so sieht's aus. Und dann freuen wir uns auf Runde 61. Bis zum nächsten Mal. Jumbo, Jumbo.